Zum ersten, zum zweiten, zum dritten und verkauft. Bei der Lufthansa-Versteigerung in Halle 4 auf der CFT die Freizeitmessen kamen am Samstag, den 17. März, Gepäckstücke und Fundsachen unter den Hammer. Der Andrang der Neugierigen, aber auch Bieter war groß. Die Auktion leitete Martin Klesle. Heute haben wir hier versteigert Koffer, Taschen, Rucksäcke, Fotoapparate, Handys, Schmuck, Kosmetik, querbeet durch die ganze Mischung. Die Koffer sind nicht leer, sondern die sind mit dem Inhalt, den derjenige verloren hat von der Urlaubsheimreise oder auch von der Hinreise, ich weiß es nicht. Also der Inhalt ist total unbekannt, aber die Koffer sind in der Regel gefüllt. Es wurde nur das rausgenommen, was vom Zoll beschlagnahmt werden muss, sprich Lebensmittel oder irgendwelche andere verbotene Dinge, das wird entfernt und der Rest verbleibt ja im Koffer. Die Koffer oder die Fundstücke werden erst nach 3 Monaten zur Auktion freigegeben. Ein Koffer hatten wir mal, da ging über 300 Euro, was wir hatten. Dann hatten wir auch schon Mountainbike, das ging auch um die 400 Euro circa. Und natürlich Fotoapparate, da gibt es natürlich auch neue Modelle, die bringen dann auch mal bis zu 500, 600 Euro. Der Erlös geht wieder zurück an die Lufthansa. Wird da auch nochmal auf dem Treuhandkonto mehr oder weniger einbezahlt, weil dem das Gepäck gehört hatte, wenn der noch ermittelt wird, bis nach 2 Jahren hat er noch Rechtsanspruch auch auf das Geld, das hier erwirtschaftet wurde durch die Fundstücke. Insgesamt 200 gefüllte Koffer, Trolleys und Fundsachen wurden im Rahmen der CFT, die Freizeitmessen 2012, versteigert. Freiburger Messe TV. Freiburger Messe TV. Immer aktuell informiert.